Hey Leute, Kugi hier. Wir schauen uns heute gemeinsam den Poppy Playtime Chapter 3 Official Gameplay Trailer Nummer 2 an. Der wurde vor ungefähr 8 Stunden gedroppt, hat über 900.000 Aufrufe und ich habe mir sagen lassen, das Ding soll absolut heftig sein und richtig, richtig, richtig gut. Bevor wir uns den aber anschauen, smash den Like-Button weg, wenn ihr genauso hyped seid auf das Game wie ich und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, um keinen Content mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Okay, bevor wir das Ganze jetzt starten, wir werden danach natürlich nochmal ein bisschen auf den Trailer eingehen, aber wir werden ihn noch nicht analysieren. Das Analysevideo wird ein paar Tage später kommen, ich denke mal so 2-3 Tage später. Aber let's go. So, Mob Entertainment. Okay, was passiert hier jetzt? Okay, Mitarbeiter auf jeden Fall. Das sind Kinder. Experiment 1188. Das ist... Lol, das war Serious Gramble, by the way. Nur mal so am Rand. Weil 118... 1188 ist nämlich Catnap. Mhm. But it's not only that. It's a school. A playhouse. Das sieht mir nicht mal nach Spielhaus aus. Oha. Oh. Das war ein VHS-Tape. Bobby, wie geil ist das denn? Bobby Berg ist doch mit dabei. Okay, neue Mechaniken. Okay, wir haben die grüne Hand auch wieder. Die Purple Hand haben wir auf jeden Fall, die ist neu. Da haben wir Catnap. Und wir können sogar aimen. Oha. Okay, was machen wir da? Okay, da ist auf jeden Fall schon mal die Maske und der rote Rauch. This is your answer. Okay, das ist unsere Antwort. Da war wieder Catnap. Wer ist das denn? Wer war das? Da haben wir wieder Dog Day als kleines Plüsch. Da haben wir Kissimissi. Oh, Huggy. Wie gut sieht Huggy denn bitte aus? Und Huggy ist back. Geil, ich freue mich so drauf. Okay, da kommt Safe Call Catnap bei roter Rauch und alles. Da haben wir ihn. Boah, er sieht so verdammt gut aus, ne? Wann kommt das Ganze raus? Wann kommt das Ganze raus? Chapter 3? Ich finde das auch ziemlich cool, weil Catnap, Katze, Krallen und so, ne? Ist klar. Aber wann kommt das Ganze jetzt? Dieses Jahr auf jeden Fall, am 30. Oh, am 30.01. schon? Also kommt es ja doch noch im Januar. Okay, krass. Holy shit, also der Trailer, oh, das ist gerade so richtig viel gewesen. Aber richtig, richtig, richtig gut. Also ich feiere ihn auf jeden Fall. Sehr, sehr geil gemacht. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an, um ein bisschen drauf einzugehen, was hier gerade passiert ist. Ich will nämlich mal ein bisschen genauer drauf eingehen, denn hier haben wir direkt, das sind alles Kinder, die hier liegen, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Das sind ja alles Erwachsene und alles irgendwelche Mitarbeiter. Mit Gasmasken. Das sieht aus wie ein Schlafraum. Aber alles durchgestrichen. Okay, interessant. Dann haben wir hier vier Kinder, die auch durchgestrichen sind. Ich vermute mal, dass das alles Smiling Critters sind. Und hier haben wir Theodore Gramble. Das hier ist definitiv Theodore, weil das ist nämlich Experiment 1188. Und Experiment 1188 ist Catnap. Das Ganze werden wir, wie gesagt, ein bisschen später nochmal analysieren. Wir werden durchgehen, wir werden uns das ein bisschen übersetzen, siehst das. Aber das werden wir in dem anderen Video machen. Der Trailer ist sehr, sehr gut. So, was passiert hier jetzt? Okay, wir haben jetzt hier Playcare. Das ist die komplette Playcare, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Hier haben wir wie so einen kleinen Zirkus. Das kann ich jetzt nicht ganz zuordnen. Das ist wie so ein Spielhaus oder irgendwas. Hier können wir Toys holen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, können wir uns hier frei bewegen. Und hier haben wir einmal alle Smiling Critters. Okay, interessant. Das wäre schön, wenn du abspielst, Bro. Es ist mehr als nur ein Waisenhaus. Schule? Playhouse? Okay. Aber... das hier ist sehr, sehr interessant. Denn hier sehen wir erstmal, ist hier Bobby Berg. Wir haben hier die lila Hand und hier ist Bobby. Aber irgendwas macht, weiß ich nicht. Und hier bekommen wir nochmal eine neue Hand dazu. Die schießt wie so, sagen wir mal, so Flares. Das schießt das Ding auf jeden Fall. Und man hat gerade Catnap gesehen, wie er weggegangen ist. Grüne Hand ist auch wieder mit am Start.
Okay, und da haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, die Purple Hand. Und hier ist Catnap, vor dem wir uns verstecken müssen. Das Aiming finde ich ganz cool, dass ihr sowas mit reinnehmt. Mhm. Ja, wir schießen auf jeden Fall so Leuchtfackeln aus dem Ding raus. Und die scheinen, wenn die Leuchtfackeln die treffen, beziehungsweise die diese Leuchtfackeln sehen, gehen die automatisch weg. Da kommt Catnap. Aber wer ist das? Ach, wir hatten es doch jetzt. Wer ist das denn? Ich kann es nicht zuordnen, ne? Also wer das hier sein soll, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wer das ist, ab in die Kommentare damit. Definitiv. Wir haben auf jeden Fall die Purple Hand, mit der können wir ein bisschen was machen. Aber wir haben auf jeden Fall mehrere Hände zur Auswahl. Hier sehen wir das nochmal ganz gut. Da ist einmal Dog Day, der sich vor diesem Ding dann verzieht. Warum? Haben die Angst vor Licht? Kissy ist klar, aber ich habe mit Kissy auf jeden Fall schon eine kleine Theorie. Und hier haben wir nochmal den wundervollen und wunderschönen Huggy Wuggy. Holy shit, sieht der gut aus. Aber ich habe jetzt direkt schon den Punkt, wo ich sage, das könnte gar nicht Huggy selber sein. Denn schaut euch mal die Hände an und die Füße. Denn Huggy hat ja seine Hände, sie sind ja so zusammen und so hier. Damit er nicht richtig zugreifen kann und alles. Das ist hier jetzt aber gerade aktuell nicht der Fall. Ist es wirklich Huggy? Er sieht auf jeden Fall Huggy sehr, sehr ähnlich. Könnte vielleicht eine dämonische Form von ihm sein, die sich verändert hat. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Also richtig, richtig krass. Meint ihr, das ist Huggy? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Smiling mouth full of teeth and flush. Okay, der hat gerade gemeint, jetzt haben wir Catnap hier. Der ist super geil gemacht. Ich liebe diese Form von ihm. Ist super geil. Bin gespannt, ob wir auch eine Plüschform von ihm sehen werden oder ob wir nur diese große Form sehen. Ansonsten hat er gerade gesagt, Münder, lächelnde Münder, voll mit Zähnen, an denen Fleisch und Plastik klebt. Willkommen zu Hause. Welcome home. Okay, also dieser Chapter 3 Trailer, der ist so extrem heftig viel, wo ich gerade auf so viel eingehen könnte. Aber das machen wir im nächsten Video zu dem Trailer, denn ich analysiere den genau und dann werden wir da eine richtig, richtig, richtig tiefe Analyse machen. Zu dem Trailer natürlich. Allgemein schon dieses Thumbnail sieht halt total geil aus. Guckt euch mal an. Bobby Bearhug, dann haben wir hier... ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Oh, Craftycon, genau. Dann hier hinten ist Boba Boba Fund, Dog Day, The Kickin' Chicken, Catnap selber und Hobby Hopscotch. Es sieht schon mega gut aus. Holy shit. Seid ihr auch so gehypt auf das Ding wie ich? Also, das kann einfach nur gut werden. Das kann einfach nur gut werden. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Aber, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo wir das Ganze hier nochmal richtig analysieren. Dankeschön fürs Reinschauen. Bye, bye.